19 Putzhacks, mit denen du ab sofort schneller und besser putzen wirst. Im Leben gibt es viele Tricks und Tipps, mit denen wir nicht nur Zeit, sondern auch Geld sparen können. Wäre es nicht toll, wenn wir sogar beim Putzen unserer Häuser, Wohnungen und Autos viel Geld sparen könnten? Dann bleib jetzt unbedingt dran! Denn wir möchten dir 19 geniale Putztricks zeigen, mit denen du viel Zeit und auch viel Geld sparen kannst. Erstens. So reinigst du deine Besen. Wie häufig hast du deinen Besen schon dafür benutzt, um lästige Spinnweben von deiner Decke zu entfernen? Und wie häufig hast du damit Staub und Krümel vom Boden entfernt? Dann wird dein Besen auch nicht mehr gerade wie neu aussehen und voller Staub- und Spinnenwebenreste sein. Die einfachste und günstigste Art und Weise, um deinen schmutzigen Besen zu reinigen, ist folgende. Du benötigst dafür einen Eimer, den du mit Wasser füllst und etwas Seife dazu gibst. Nun lässt du deinen Besen etwa eine Stunde darin einwirken. Danach spülst du ihn kurz mit Leitungswasser ab und lässt ihn trocknen. Zweitens. So reinigst du deinen Lüftungsschacht. Das ist wahrscheinlich der Teil deines Badezimmers, den du so gut wie nie putzt. Deshalb sammelt sich dort mit der Zeit auch ziemlich viel Staub und Schmutz an. Am einfachsten ist es, wenn du einfach eine Dose Sauerstoff kaufst, um deinen Lüftungsschacht zu reinigen. Den Sauerstoff sprühst du dann direkt in den Lüftungsschacht hinein und der darin festsitzende Staub und Schmutz wird ganz einfach weggeblasen. Drittens. So reinigst du dein Bügeleisen. Hast du auch schon einmal ein Kleidungsstück gebügelt, bei dem du die Falten einfach nicht wegbügeln konntest? Dann hat sich wahrscheinlich auch auf deinem Bügeleisen schon jede Menge Schmutz angesammelt, der es verhindert, dass Kleidungsstücke ordnungsgemäß gebügelt werden können. Es ist jedoch ganz einfach, diese Schmutzrückstände loszuwerden. Dazu benötigst du eine Schüssel voller Salz, auf der du dein heißes Bügeleisen ein paar Mal hin und her bewegst. Danach wird dein Bügeleisen wieder wie neu aussehen. Viertens. So reinigst du deine Couch. Die Couch ist wahrscheinlich das allerwichtigste und das am meisten genutzte Möbelstück in unserem Zuhause. Dort verbringen wir selbst teilweise sogar mehrere Stunden am Tag und auch unseren Gästen bieten wir eigentlich immer die Couch an. Deshalb ist es auch so wichtig, die Couch regelmäßig zu reinigen und sicherzustellen, dass Bakterien und Schmutz entfernt werden. Das geht ganz einfach mit Backpulver. Verteile etwas Backpulver auf deiner Couch und lasse das Ganze für 20 Minuten einwirken. Dadurch verschwinden selbst hartnäckige Flecken und verleiht deiner Couch einen angenehmen Geruch. Fünftens. So reinigst du rostiges Besteck. Auch unser Besteck benutzen wir fast täglich. Deshalb ist es auch keine Überraschung, dass es sich mit der Zeit etwas abnutzt und Rostflecken darauf entstehen. Um dein Besteck von Rost zu befreien, solltest du diesen Putzhack kennen. Gib das Besteck in eine Schüssel, die du zur Hälfte mit warmem Wasser und zur Hälfte mit Zitronensaft füllst. Darin lässt du das Besteck nun für 10 Minuten einwirken. Nach den 10 Minuten nimmst du das Besteck wieder heraus und trocknest es ab. Und voilà! Die hässlichen Rostflecken werden verschwunden sein. Sechstens. So reinigst du Fußbodenleisten. Du weißt wahrscheinlich, wie schnell sich eine Staubschicht auf den Fußbodenleisten bilden kann. Auch dafür haben wir einen tollen Putzhack für dich gefunden. Wische die Leiste einfach mit einem Trockentuch ab. Das Trockentuch wird nicht nur den gesamten Staub einsammeln, sondern auch eine Schutzschicht auf der Leiste hinterlassen, damit sich neuer Staub nicht wieder so schnell darauf ablagert. Siebtens. So putzt du verschüttete Flüssigkeiten weg. Ich glaube, fast jeder von uns hat schon mal seine Tasse Kaffee auf den Boden fallen lassen. Die Sauerei, die dadurch entsteht, kennen wir alle. Die meisten Menschen würden in so einem Fall zum Wischmopp greifen, um die Flüssigkeit wegzuwischen. Doch damit sollte ab sofort Schluss sein, denn wir haben noch etwas viel Besseres auf Lager.
Wenn du das nächste Mal etwas verschüttest, solltest du einfach ein wenig Mehl auf die Flüssigkeit streuen. Dadurch wird die Flüssigkeit nämlich klumpig und du kannst sie ganz einfach wegwischen. Achtens. So bleiben deine Schuhe weiß. Bei den meisten Menschen bleiben weiße Schuhe nur selten lange weiß. Genau deshalb kaufen sich manche Menschen erst gar keine weißen Schuhe. Doch ab sofort kannst du das bedenkenlos tun, denn wir haben einen tollen Hack für dich gefunden, mit dem deine weißen Schuhe tatsächlich auch weiß bleiben werden. Sobald deine weißen Schuhe schmutzig werden, solltest du dir einen Nagellackentferner aus der Drogerie besorgen. Davon gibst du ein wenig auf ein Wattepad, um den Schmutz einfach von den Schuhen abzuwischen. Du wirst erstaunt sein, wie weiß deine Schuhe danach wieder sein werden. 9. So putzt du zerbrochenes Glas weg. Wenn ein Glas zerbricht, geraten alle sofort in Panik und keiner hat Lust darauf, die kleinen Scherben aufzusammeln und sich dabei in den Finger zu schneiden. Sobald dir wieder ein Glas aus der Hand rutscht und in 1000 kleine Stücke zerspringt, brauchst du einfach nur ein Stück Brot. Mit dem Brot sammelst du nun die Glasscherben ein, indem du es einfach auf die Scherben drückst. Dadurch bleibt nicht nur deine Hand heile, sondern du wirst auch in der Lage sein, selbst klitzekleine Scherben damit aufzusammeln. 10. So entfernst du Seifen und Schaumreste vom Duschkopf. Wenn der Duschkopf voller Schmutz ist, ist auch unsere Dusche ziemlich schmutzig. Und das sollte ja eigentlich nicht das Ziel einer Dusche sein. Eine einfache Art und Weise, um Schmutz und Seifenreste von deinem Duschkopf zu entfernen, ist folgender hier. Befülle eine kleine Plastiktüte mit weißem Essig und binde diese fest an deinen Duschkopf, sodass dieser vollständig mit der Flüssigkeit bedeckt ist. Das Ganze lässt du nun über Nacht einwirken und schon am nächsten Morgen darfst du dich wieder über einen glänzenden und sauberen Duschkopf freuen. 11. So reinigst du deine Jalousien. Beim Frühjahrsputz haben sich wahrscheinlich schon die meisten von uns erschreckt, als sie entdeckt haben, wie ihre Jalousien von innen aussehen. Nämlich von oben bis unten mit Staub bedeckt. Und jeder von uns weiß, wie lange es dauern kann, um diesen ganzen Staub zu entfernen. Doch es geht auch deutlich einfacher. Anstatt zum Staubtuch solltest du lieber zu einer Malerbürste greifen, da diese gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt. Dadurch kannst du dir wirklich viel Zeit und Ärger sparen. 12. So entfernst du Rost vom Kochgeschirr. Wird auch dein Geschirr viel zu schnell rostig? Die meisten Menschen schmeißen ihr rostiges Geschirr dann einfach weg. Doch das musst du ab sofort nicht mehr. Mit diesem genialen Putzhack wirst du selbst hartnäckigsten Rost auf deinem Geschirr los. Sobald sich Rost auf deinem Kochgeschirr bildet, kannst du diesen einfach mit weißem Essig abwischen. Danach gibst du etwas Öl ins Geschirr und lässt es bei 180 Grad für etwa eine Stunde im Ofen brutzeln. So wird der Rost garantiert verschwinden. 13. So wirst du Tierhaare los. Jeder Hausbesitzer weiß, dass Tierhaare einfach überall lauern und dass es wirklich alles andere als einfach ist, wirklich alle davon zu entfernen. Doch mit diesem Trick wird es dir ab sofort gelingen, wirklich alle Haare aus deinem Haus zu entfernen. Ziehe dir einfach ein paar Gummihandschuhe an und mache diese nass. Sobald du Tierhaare entdeckst, wischst du einfach mit dem nassen Handschuh darüber und selbst feine Härchen werden daran haften bleiben. 14. So reinigst du Kinderspielzeug. Für diejenigen von euch, die bereits Kinder haben, ist dieser Trick wirklich absolut genial. Die Spielsachen deiner Kinder musst du ab sofort nicht mehr Stück für Stück per Hand reinigen. Gib sie einfach in den Geschirrspüler. Alle Keime und Bakterien werden dadurch von den Spielsachen abgespült und sehen danach auch wieder wie neu aus. Auch deine Kinder werden danach wieder viel lieber mit diesen Spielsachen spielen. 15. So reinigst du deinen Küchenschwamm. Wir alle wissen, dass sich in Küchenschwämmen wirklich zahlreiche Bakterien tummeln. Sogar mehr als auf der Toilette. Deshalb werfen wir einen Küchenschwamm schon nach kürzester Zeit weg und kaufen einen neuen.
Doch auch das Geld kannst du dir sparen, denn mit diesem Putzhack kannst du deinen alten Küchenschwamm ganz einfach von Schmutz und Bakterien befreien. Stecke deinen Schwamm einfach für eine Minute in die Mikrowelle und schon wird er wieder wie neu sein. 16. So reinigst du einen Deckenventilator. Wie reinigst du denn deinen Deckenventilator, falls du einen hast? Wahrscheinlich stellst du dich wie viele von uns auf einen Stuhl und bürstest ihn mit einem Staubwedel ab. Diese Methode funktioniert leider nur semi-gut, da der Staub vom Deckenventilator einfach nur auf den Teppich oder auf unseren Möbeln landet. Nach dem Entstauben deines Deckenventilators musst du also auch noch dein Schlafzimmer saugen. Diese Doppelarbeit kannst du dir mit diesem genialen Hack ein für allemal sparen. Wenn du deinen Deckenventilator das nächste Mal reinigst, solltest du einen Kopfkissenbezug darüber spannen. So bleibt der ganze Staub im Kopfkissenbezug gefangen und dein Staubsauger kann im Schrank bleiben. 17. So reinigst du enge Stellen mit dem Staubsauger. Leider passen nur die wenigsten Staubsauger in kleine, enge Ritzen in unserer Wohnung. Wenn auch du nicht im Besitz eines Handstaubsaugers bist, solltest du diesen tollen Hack ausprobieren. Stecke eine kleine Papier- oder Toilettenpapierrolle in das Ende deines Staubsaugers hinein. Somit wirst du auch die unzugänglichsten Ecken eines Zimmers problemlos erreichen. 18. So wirst du Fressschäden los. Jeder von euch, der einen hölzernen Boden, Tisch oder ein hölzernes Bettgestell zu Hause hat, weiß, wie schwer es ist, Fressschäden zu vermeiden. Auch wenn sich diese leider wirklich nicht ganz vermeiden lassen, kannst du diese ganz leicht wieder loswerden, indem du ein Viertel Teil weißen Essig mit drei Viertel Teilen Olivenöl in einem kleinen Gefäß vermischst. Nun tauchst du einen Lappen in die Mischung ein und putzt damit die Fressschäden einfach weg. 19. So bleiben deine Kopfhörer sauber. In unseren Ohren befindet sich Ohrenschmalz und dieser Ohrenschmalz sammelt sich mit der Zeit auch in unseren Kopfhörern an. Manche Leute versuchen, dieses Ohrschmalz einfach mit den Fingern oder einem Wattestäbchen zu entfernen. Doch das geht noch viel einfacher und effizienter. Nimm eine alte Zahnbürste zur Hand und putze damit deine Ohrhörer. Dadurch werden deine Kopfhörer garantiert wieder sauber.